Freunde, das ist sehr knifflig. Wir wissen nicht, wie der Dämon heißt. Schaut mal, das klebrige Gelatinezeug bei Mimesweeper. Von daher können wir, glaube ich, sicher sein, dass Mimesweeper stimmt. Sollen wir einfach mal alle vier Namen probieren? Ich glaube, das machen wir mal. Weil das Gelatinezeug... Das habe ich mit K geschrieben. Was ist denn jetzt los? G. Ach, weil es klebriges Gelatinezeug heißt. Okay. Also das Gelatinezeug, Lower Manitoba und Mimesweeper müssten eigentlich stimmen. Lass uns das Lied vom lieben... Jo. Ich kann schon gleich mitsingen. Wie? In Lower Manitoba. Wie man... So, da versuchen wir mal das Erste. Hey, schlurfender Unternehmensgeist. Das hat gestimmt! Krass, okay. Das war einfach nur Ausschlussverfahren. Es hat funktioniert. Die weihnachtliche Macht zwingt dich. Jetzt kommt gleich ein dämonenfreier Santa heraus und überhäuft uns mit Geschenken wie ein reuiger Vater nach langer Dienstreise. Hat's geklappt? Hey, aber warte. Was ich dachte... Was? Nein! Ich gebe auf! Ich werde Zahnarzt! Feliz Navidad, Baby! Was? Nichts? Habt ihr denn nicht die Rückseite der Anleitung gelesen? Welche Rückseite? Was für den? Was? Wichtig. Halten Sie die Weihnachtsgeister bereit, um das Biest im Zaum zu halten, sonst sind sie geliefert. Sam und Max, ihr müsst Weihnachten retten! Ja, oh, wir sind geliefert. Friday, wir müssen Weihnachten retten. Also ein Elf ist tot umgefallen. Und der andere ist jetzt weg. Vielleicht kann Strulli ihn ja Totpipi machen. Also totpinkeln sozusagen. Okay. Freelance Police, du Höllenwesen. Du bist verhaftet. Du hast das Recht, zähflüssig zu bleiben. Tu was! Aber was denn? Ah, vielleicht können wir mit genug Schnee einfrieren. Hm. Bin noch unschlüssig. Lass erstmal zu Santa ins Zimmer schauen. Vielleicht ist da noch irgendwas, was wir nehmen können. Könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ich verstehe immer noch nicht, warum der Baum eine Rolltreppe hat. Aber schnell. Vielleicht mit Santas Klamotten. Vielleicht braucht er seinen Mantel. Ich habe noch nie gesehen, wie Santa... Yeah. Habe ich... Das ist... Nein. Okay. Uhr. Hey Sam, wie spät ist es? Mal sehen. Oh, die kleine Hand ist auf der Sommersprosse und das Maiskolbenrohr auf dem rechten Augapfel. Schon? Wie die Zeit vergeht. Das war ja einfach. Eierlikör? Weihnachtsgeister! Wer wagt es und stört unsere Acht? Du kennst uns? Wir kennen alle, die Weihnachten ruiniert haben. Und ganz besonders die Wiederholungstäter. Oh je. Wer seid ihr denn? Spürt den Geist vergangener Weihnachten. Meine Brüder. Ich bin der Geist des gegenwärtigen Weihnachtsfestes. Und hier ist der Geist der zukünftigen Weihnachten. Er ist etwas schüchtern. Was ist euer Standort, Kumpels? Wir müssen Weihnachten retten und könnten Hilfe gebrauchen. Wir sind keine schlechten Menschen. Wir hatten nur etwas Pech mit Feiertagen und mit Autos und ein paar Verkehrsregeln. Eure egoistischen Taten sind schuld, dass es so weit gekommen ist. Egoistisch? Wir sind die Freelance Police. Wir retten die Welt. Manchmal sogar absichtlich. Du hast keine Ahnung, wie viel schlechtes Karma du angehäuft hast, Mann.
Ihr benötigt die Hilfe von uns dreien, wenn ihr den Dämon besiegen wollt. Wir werden dir drei Weihnachten zeigen, die du ruiniert hast. Wenn du sie wieder gut machst, dann wollen wir dir helfen. Wo gehst du hin? Ich brauche frische Luft. Dieser Safe stinkt nach Unkraut und Dilithium-Kristallen. Hey, mein Schneeball ist geschmolzen. Okay. Schau mal, der magische Sockenstopfer von Santa erfüllt Socken mit Geschenken, die der Besitzer verdient. Oh, dann lass ihn uns ausprobieren. Da brauchen wir wohl erstmal ein paar Socken. Oh, ja. Eine Liste mit den Sachen, die die Leute in ihren Socken haben. Jenny A. Gutes Kind. Socke mit Spielzeug. Dan F. Meint es gut. Socke mit Süßigkeiten. Steven G. Lügt. Socke mit Kohle. Wow! Santa muss Lügner wirklich hassen. Klar, nach einer fiesen öffentlichen Scheidung kann das passieren. Also, den behalten wir mal im Hinterkopf, den Sockenstopfer. Okay, die vergangene Weihnacht, Freunde. Seid ihr bereit für einen abgefahrenen Trip in die Vergangenheit? Aber hallo! Ich möchte meinen ganzen Körper an Marie Curie reiben. Und dann gucken, ob du im Dunkeln leuchtest oder was? Das wäre auch fein. Wild, Mann. Aber so weit zurückfahren wir leider nicht. Springt ein. Na dann. Da sind wir. In unserem Büro in nicht allzu ferner Vergangenheit. Hey, ich erinnere mich. Hier mussten wir das Buletten-Sandwich der Spielzeugmafia bergen, das Lennart Jimmy zuspielen wollte. Wollen wir Lennart noch ein bisschen verprügeln? Auf keinen Fall, Max. Die spüren doch sowieso nichts von eurer Gegenwart. Du, wie? Ihr seid hier, um ein schreckliches Unrecht wiedergutzumachen, das ihr begangen habt. Wir dürfen keine Witze mehr über die Mütter anderer Leute machen? Passt auf. Wir sehen uns, du Depp. Halt! Wollt ihr mich nicht erst noch losbinden? Hallo? Jungs? Jimmy? Irgendjemand? Und Jimmy? Was ist mit dem großen Schlag, mit dem sich alles verändert? Wo ist das ganze Geld, mit dem unser kleiner Timmy gerettet werden soll? Ja, Papa. Wo zum F*** ist es? Ach, es ist hoffnungslos. Die Ärzte sagen, wenn sie sein Tourette-Syndrom nicht bald behandeln, stirbt er dran. Nicht weinen, Mami. Ich gehe zu den Engeln. Totale Pleite, Mary. Jedes Mal, wenn ich versuche, ehrlich zu leben, kriege ich von Sam und Max eins übergebraten. Ah, Jimmy, wir zählen auf dich. Ich weiß, Mary, ich weiß. Oh Gott, der Kleine. Wäre ich doch bloß beim Boxen geblieben. Da hätte ich was werden können. Und hätte nicht eine Ratte werden müssen. Dann nimm deinen Glücksboxhandschuh und kämpfe. Ich hab ihn nicht mehr. Sam und Max haben ihn. Immer Sam und Max. Wenn du mehr geboxt hättest und weniger Fernsehen geguckt, wärst du jetzt Champion. Gib's zu, Jimmy. Du bist eine Niete. Nicht streiten, Mami und Papi. Papi ist mein Held. Er wird alles wieder gut machen. Oh. Ihr werdet sehen. Oh Gott! Ich hole einen Arzt, um seine Schmerzen zu lindern. Nein! Finde diesen Handschuh, Jimmy! Unser Baby hat nicht mehr lang zu leben. Oh Gott! So, Sam und Max, ihr seht, was zu tun ist. Freunde! Noch ein bisschen auf Lennart einprügeln? Nein! Oh Gott, der arme Jimmy! Oh, Jimmy, Zweizahn! Jimmy und Jimmy. Oh Gott. Oh Freunde. Oh, mein Herz tut weh. Der Kleine hat Tourette und wird dran sterben. Oh, es ist so furchtbar. Ich könnte heulen. Und lachen gleichzeitig.
Oh Gott, Jimmy. Kopf hoch, Jimmy. Wir werden den Boxhandschuh schon finden. Oh ja, er kann uns nicht hören. Oh, Timmy. Keine Angst, kleiner Timmy. Wir lassen nicht zu, dass das Tourette-Syndrom dich umbringt. Oh, er kann uns nicht hören. Oh, Mann. Der Timmy. Ach so, weil der Schrank von allein aufgegangen ist. Hallo? Ja? Vergangene Ameisenfarmen sind fast zu primitiv, um sie zu erkennen. Hey, Lennart. Wir sind aus dem Grab gestiegen, um euch nachzuspuken. Er kann uns nicht hören, Max. Außerdem sind wir nicht tot. Noch. Hey, Hubert. Wow, Hubert sieht so jung aus. Also raus können wir nicht. Das heißt, hier muss irgendwo die Lösung des Rätsels versteckt sein. Ich sollte uns eine Pizza für gestern Abend bestellen. Hallo? Ich würde gerne eine Pizza für in 6 Monaten bestellen. Cool. Tja, Freunde. Unser pfennigfuchsender, bandfressender Videorekorder. James Tiberius Zweizahn. Fernseher aus, sofort. Ich hab nichts gemacht. Der schaltet sich immer von selbst ein und aus. Das soll ich dir glauben, du. Oh. Timmy, hör auf, fernzusehen, sonst verlassen. Timmy, mach den Fernseher aus. Gruselig. Okay. Ich kenne diese Lampe. Und du hast mir gesagt, ihre Innereien würden nach Blaubeeren und Sahne schmecken, du Lügner. Zumindest haben wir viel Zeit, unsere Akten zu sortieren. Was müssen wir machen, Freunde? Er kann uns nicht hören. Lieber nicht. Lieber nicht. Wie sollen wir denn Max Boxhandschuh kriegen? Im schlimmsten Fall hat Max den dabei, also der Gegenwart Max. Sowas. Jimmy hat Frau und Kind. Das hätte ich auch nicht gedacht. Damit können wir Geschenke an unsere Freunde verschicken. Jimmy, hör auf, da rumzusitzen und hol endlich diesen Asch. Oi! Wir können, glaube ich, wieder zurück, ne? Müssen wir dann also den Boxhandschuh vom gegenwärtigen Timmy holen? Ja, ich glaube, das könnte klappen. Jetzt schauen wir uns erstmal die Gegenwart an. Seid bereit für eine Reise jenseits aller Vorstellungskraft. Wir betreten die Gegenwart. Klingt wahnsinnig spannend. Sam und Max, seht, wie eure rücksichtslose Sorglosigkeit andere verletzt. Hey, warte mal, wir sind nicht in der Gegenwart. Du hast uns in die Vergangenheit gebracht. Da stehen unsere vergangenen Ichs. Ich weiß! Gebt ihnen eine Minute, euch einzuholen. Das ist das Sonderpestmodell mit extra detaillierten, offenen Wunden. Ah, wie er auf dem Sattel rutscht. Hat es irgendwelche coolen Funktionen? Hör auf, Max. Du weißt nicht, was passieren kann. Was ist das Schlimmste, was ein Spielzeug anstellen kann? Ein Kleinkind ersticken? Es blind machen? Die Eingeweide rausreißen? Ja, sieht eh so aus, als wäre gar nichts passiert. Komm, wir gehen. Oh nein! Im Ernst? Wir hatten ein echt starkes Wanzenrufspielzeug und haben es für eine lächerliche Teufelsaustreibung verschwendet. Achtung! Stillgestanden, Sergeant! Was? Wie habt ihr Stinkwanzen mich gefunden? Schön hier. Bibi Bruder ist wohl zu gut, um mit der Familie zu teilen. Zumindest zu gut, um die Funkstelle zu brechen und seine Mutter anzurufen. War auf wichtige Mission, meine Dame. Wohl eher auf irgendwelchen Mistkäferhaufen. Sie sprechen nicht mal unsere Sprache.
wenn nur meine Familie wieder beisammen ist. Ich gehe niemals weg. Mayday, Mayday, sofortige Evakuation! Sofortige Evakuation! Müssen wir jetzt etwa diesem Insekt zeigen, was seine Familie für ihn bedeutet und seine Verwandtschaftsgefühle wieder neu entzünden? Oh nein! Habt ihr sie gesehen? Sie sind furchtbar! Ihr müsst sie loswerden! Okay. Oh weh, ich hol meine Tretstiefel. Ohne Gewalt! Verdammt! Genau das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, ehrlich gesagt. Oh Gott, Wanzen. Merkt ihr das auch? Klar, so eine Art wütende, gewalttätige Schwingung. Kommt mir irgendwie bekannt vor. Bist du das, Papa? Wir haben ihn seit dem Angriff der Reinigungskolonne nicht mehr gesehen. Gib uns ein Zeichen, Vater. Gib uns ein Zeichen, Vater. Ein Zeichen. Ein Zeichen. Clark Gable war hier. Ich bin überrascht, dass seine Ohren durch die Tür passen. Musst du gerade sagen. Irgendwas müssen wir bestimmt runterfallen. Nein, wir müssen bestimmt eine Musik anmachen. Ob sich jemand erschrecken würde, wenn ich die Jukebox anmache? Wahrscheinlich. Dein Musikgeschmack erschreckt sogar mich. Ob sich jemand erschreckt? Ja. Wahrscheinlich. Dann mach doch. Ob sich jemand Was? Dann ist das wohl die falsche Lösung, oder? Strolli war hier. Ah ja, ich wusste, ich kenne den Geruch. Bäh. Ich kann keinen Happen mehr essen. Ein Gong, ein Alphorn und ein paar Djembes. Was für ein höllisches Jazz-Trio. Ricola! Entschuldigung. Nee, das bringt alles nichts. Gib uns ein Zeichen. Das beste Zeichen wäre die Jukebox. Aber irgendwie machen sie das nicht, die beiden. Ob sich jemand Was? Ein Hex. Je schneller wir diese Wanzen loswerden, desto schneller können wir in die Gegenwart zurück. Sind wir nicht gerade in der Gegenwart? Oh, ja. Das Okay, Also jetzt kümmern wir uns erstmal um die beiden Probleme. Bevor wir in die Zukunft gehen. Schauen wir mal. Tja. Was könnten wir machen? Schauen wir mal, ob wir die Dämonenplatte oder irgendein anderes Lied vielleicht nochmal mitnehmen können für die Jukebox. Ich glaube zwar nicht, dass die mit so Platten läuft, aber ein Versuch ist es wert. Ach, der arme Timmy Zweizahn, ne? Armer kleiner Kerl. Der ist so süß. Gar nicht so fies wie sein Papa. Das ist der Plattenspieler von Santa. Freunde, ich könnte wetten, der Sockenstopfer hat was mit der Zukunftsmission zu tun. Da bin ich mir relativ sicher. Nee, bringt alles nichts. Ich bin ziemlich sicher, dass es entweder Dasher oder Dancer ist. Ich habe noch nie gesehen, wie... Also das Ding bringt uns scheinbar gar nichts. Da noch was Das Safe ist leer. Tja. Ganz schön was los hier bei Sam Max. Können wir was an Jimmy Zweizahn verschicken? Schon gut. Ah, das wollte ich nicht. Irgendwie, ich glaube, ich verschick mal. Pass auf, den Moai-Kopf an Sibyl. Mein erster Moai-Kopf.
Was macht man denn damit? Keine Ahnung, aber auf der Packung steht, es hält garantiert 1000 Jahre. Machen wir einen Geschenkaufkleber dran. Welchem Unglücklichen sollen wir es schicken? Fibbel oder Lincoln? Am besten beiden. Lincoln könnte es gefallen. Aber an Jimmy können wir nicht schicken. Mein erster Moai-Kopf. Was macht man denn damit? Keine Ahnung. Machen wir. Für wen ist das? Ah, da geht's schon noch weiter runter. Schaut mal. Noch niemand. Oh, Mist. Ah, Sibyl könnte es gefallen. Können wir Stinky irgendwas schicken, was die Viecher weg... Los, komm! Wir müssen diese Weihnachtsgeister finden, damit die Sühne beginnen kann. Ja, ich weiß schon, Max. Piranha ist ein Barat erhältlich, das bringt gar nichts. Keine Ahnung. Ich würde sagen... Omas Glückspillen. Was ist da drin? Auf der Flasche steht nur, liebe Mädchen und Jungen quetschen nicht ihre Oma über ihre Pillen aus. Machen wir einen Geschenkaufkleber dran. So. Glückspillen also. Welchen Unglücklichen sollen wir es schicken? Bosco. Bosco könnte es gefallen. So, das heißt, wir müssen jetzt mal kurz zurückfahren und schauen, was die Päckchen machen. Und dann müssen wir wieder durch die Portale gehen. Jetzt erstmal schauen, ob die Päckchen irgendwas gebracht haben. Wohin soll's denn gehen, Sam? Los, zurück in die Zivilisation. Oder was davon übrig ist. Das ist wohl überlegt. Zu Tode frieren können wir auch noch später.